Hi, ich bin der Marcello von Club Italia und ich bin mal wieder zum Besuch beim Julius von Goodbean. Moin. Schön, dass ich da sein darf. Wir machen einen weiteren Klassiker, Julius, und zwar einen Espresso Martini. Ich habe dich vorher gebeten, einen Espresso durchzulassen. Genau. Der ist inzwischen kalt. Das ist ungefähr 3 Zl, ich werde es aber noch abmessen. Wir nehmen unseren Cobbler Shaker diesmal. Da kommt ein bisschen Eis rein. Wie immer. Ich habe ein Glas hier schon vorgekühlt, weil das ein Getränk ist, das wir ohne Eis servieren. Den wollen wir jetzt nur runterkühlen und dass das nicht wieder ins warme Glas geht, habe ich das Glas vorher schon gekühlt und den auch. Dann messe ich 3 Cl Wodka ab. So, 3 Cl von unserem selbstgemachten Kaffeelikör. Rezept verlinken wir oben. Sehr schön, danke. So, und von deinem Espresso. Bisschen mehr gewonnen, den sparen wir uns noch. So, und jetzt können wir den etwas flavern, damit der noch ein bisschen Süße bekommt. Wir hätten hier einmal einen italienischen Haselnusslikör natürlich, Francelico. Das ist heute unsere Wahl. Man könnte das natürlich auch mit einem Amaretto machen, wenn du mehr die Mandelnote hervorbringen willst. Du kannst Karamellsirup nehmen, Zuckersirup, also ist relativ frei. Wir geben dem eine kleine Haselnussnote. Und damit es nicht so süß wird, nehmen wir da auch nur 1 Cl ungefähr. Jetzt shake ich den richtig schön schaumig. Wunderbar, der Shaker ist kalt, er beschlägt, das siehst du. Den werden wir jetzt wahrscheinlich gleich sehr schwer aufkriegen. Das Glas ist kühl. Hier, und der Cobbler Shaker hat hier oben nämlich noch ein extra Sieb drin. Und da werden wir den jetzt erstmal absieben. Und du siehst schon, wir haben gut geshaked. Oh ja, sieht sehr geil aus. So. Genau, der kriegt dann echt einen schönen Schaum von Natur aus. Und jetzt bitte ich dich, den noch klassisch mit 3 Espresso-Bohnen zu garnieren. Wunderbar. So, das ist er, unser Espresso Martini. Sehr gut. Es kommt so eine ganz leichte Haselnussnote durch. Wunderbar. Der Espresso ist schön präsent, auch mit dem Kaffeelikör. Schmeckt sehr stark nach Kaffee. Ist wirklich, Wodka schmeckt man kaum. Ist gut, soll man auch nicht. Und wirklich schön harmonisch, ist nicht zu süß. Mhm. Der Francelico hat jetzt nicht so eine krasse Süße, aber ist wirklich ganz, ganz toll. Wie immer, ihr habt gesehen, so einen Cocktail machen ist gar nicht so schwer. Abonniert den Kanal, damit würdet ihr uns sehr helfen. Also abonniert beide Kanäle, Club Italia und Goodbean. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao, bis zum nächsten Mal. Kanäle. Kanäle.